So gefällt mir das. Kindheitsschäume werden wahr. Hey ihr Lieben, ich stehe gerade hier auf dem Balkon von Flo, wo ich ein paar Videos für euch gedreht habe. Und jetzt geht's ab in die Stadt. Wir treffen uns mit Flo und haben einen wundervollen Abend. Denn heute Abend gibt es ein Treffen, was Flo organisiert hat. Das macht er regelmäßig. Richtig, richtig geil. Und zwar, man braucht ein tolles Umfeld. Dieses Umfeld hat Flo gesucht, nicht gefunden und sich geschaffen. Und deshalb hat er eine Gruppe gegründet für digitale Nomaden. Und heute ist wieder ein Treffen. Und da haben wir direkt noch Besuch bekommen. Wir sind jetzt hier zu dritt als Besuch bei Flo. Das ist Flint und der ist heute als Speaker beim Treffen dabei. Genau. Ja, wir freuen uns einfach, heute einen tollen Abend zu haben. Und die Sonne scheint. Es ist so schön. Es ist mega kühl. Aber sau schön. Ja, und deshalb habe ich mir unbedingt gedacht, ey, da muss ich heute mal vloggen. Denn, Leute, es ist so toll, was Flo da auf die Beine gestellt hat. Denn ihr müsst euch das einfach mal vorstellen. Man hat kein gutes Umfeld und man schafft es sich einfach selbst. Er hat einfach gesagt, ey, wenn ich die Interesse habe, dann haben die bestimmt auch andere Leute. Also mache ich einfach. Und zack, beim ersten Treffen waren schon 17 Leute. Heute sind wir wahrscheinlich über 30. Einfach genial. Einfach genial. Übrigens, muss ich euch auch noch erzählen, und zwar, ich habe euch ja letztens erzählt, Flo hat einen Podcast gestartet. Und ey, ohne Quatsch, die erste Folge hat mich schon so begeistert, dass es mein Lieblingspodcast. Ey, ich habe vorher keinen gefunden, den ich wirklich so sage, den will ich unbedingt immer hören. Und da will ich keine Folge verpassen. Ich verlinke euch das unten drin und unbedingt anhören. Also, hört wenigstens mal rein. Die erste Folge, da erzählt er auch halt, worum es so gehen wird. Es ist der Hit. Es ist so eine Motivationsspritze. Einfach toll. Hey. Falls ihr übrigens mal in Nürnberg unterwegs seid, geht mal auf meetup.com und schaut da mal nach dem Digital Nomad. So geil. Sowas von genial. Ich lasse mich hier mal beleuchten. Ich habe gerade das erste Mal Facebook Live Hangout gemacht. Facebook Live? Wie nennt man das? Ich glaube nur Facebook Live, aber es war sowas von cool. Es hat so Spaß gemacht. Ich mache das jetzt auf jeden Fall öfters und ich werde das auch auf YouTube integrieren. Das macht ja sau Fun. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Das ist sau geil. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Das heißt, dieser mega geile Sänger, der da 30, 40 Euro die Stunde verdient hat und in seinem normalen Job aber nur 7, 8 Euro. Dass der dachte, der kann kein Geld mit Musik verdienen, weil es ihm halt jemand gesagt hat, der im Musikbusiness arbeitet. Aber hätte er sich seines eigenen Verstandes bedient, wäre er dazu mutig genug gewesen, dann hätte er kapiert, ey, mit Musik verdiene ich ja viel mehr. Und das ist geil. Schaut mal, wo wir wieder sind. Wuhu! Yeah! Hallo, meine Liebe. Ciao!